Regen, Unwetter, Sturmwarnungen, Katastrophenwarnungen wurden sogar ausgerufen. Das ganze Wochenende sollte verregnet sein. Es wurde wirklich gewarnt, es wurden Sandsäcke präpariert. Man hat das im Fernsehen gesehen. Überall bereiteten sich welche auf Überflutungen wirklich vor. Kein Witz, es war wirklich so. Und ich wollte zum Flohmarkt. Ich meine, ja, was nun? Ja. Und waren wir auf dem Flohmarkt? Das seht ihr gleich. Es war wirklich kein Witz. Also es ist so gewesen in den Nachrichten, es wurde darüber berichtet und es war auch ein Unwetter da. Und es waren auch Überflutungen und all das, aber nicht im Norden Deutschlands, sondern in Süddeutschland. Also wir hatten Glück und es tut mir sehr leid für die, die wirklich darunter leiden mussten. Denn da ist, ja, würde ich sagen, es ist nicht zu lahm. Ja, jedenfalls bei uns war das Wetter bewölkt. Also als wir morgens aufgestanden sind, mein Bruder und ich, und wir wollten zu einem großen Flohmarkt auf einem Möbelhaus-Parkplatz. Ne? Da fand der Flohmarkt statt. Und dann hatten wir noch einen Dorfflohmarkt, den wir auf der Liste hatten. Wir hatten noch zwei weitere, aber das war zeitlich überhaupt nicht zu schaffen, weil die hörten auf, wo wir beim anderen fertig waren, beim zweiten. Wir haben nur zwei geschafft. Das nochmal gespoilert. Jedenfalls, das Wetter war echt bedeckt und wir haben eigentlich gedacht, oh, lohnt sich das? Aber es regnete nicht. Also wir hingefahren zum Müllbaus-Flohmarkt und ihr werdet es nicht glauben, wir haben so viel cooles Zeug gefunden, verrücktes Zeug. Und das ist natürlich jetzt wieder hier durcheinander präsentiert, beziehungsweise ich habe nach Kategorien sortiert, von Toys über Spiele und Filme und Retro-Stuff. Und deswegen mixe ich, wie ihr es kennt, ein wenig diese Funde entsprechend nach dem Sachen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, einige der Preise habe ich überhaupt nicht mehr drauf. Aber das lag wirklich an den tollen Deals, die wir gemacht haben. Vieles wurde gebundelt, vieles wurde, ja, mein Bruder hat einiges dann mit PayPal bezahlt, weil sie das entsprechend angenommen haben. Und ja, durchweg so viel coolen Stuff, dass ich den Tisch wieder massig voll kriege. Und ihr werdet erstaunt sein. Somit, womit fange ich an? Ich fange mit etwas an, was Spaß macht eigentlich. Und zwar Becher. Ich habe Becher wiedergefunden. Und zwar habe ich gefunden, einmal diesen, ich habe ihn mir auf den Boden hingestellt, weil hier alles voll ist. Den habe ich mit zwei Gläsern noch, die ich euch auch gleich noch zeige, zusammen für knapp 1,50 Euro das Stück, kann man sagen, durchschnittlich. Bei einem Händler auf einem Verkäufer beim Dorfflohmarkt gefunden. Und hier seht ihr, mit Fred Flintstone drauf, I'm the best, ist von C&A herausgebracht worden, aber 1996 veröffentlicht worden. Also auch schon über 20 Jahre, richtig cool, sowas zu finden. Und dann habe ich Gläser gefunden. Und zwar dieses hier. Das ist, ihr seht es in der Nahaufnahme, ein Alice im Wunderland Glas aus dem Jahre 1984. Das war ein Senfglas, ein ehemaliges. So war das damals mit einigen Toy-Serien oder mit Zeichentrickserien. Captain Future gab es, hätte ich auch gern gefunden. Sind bei der Seefahrer und Spence, Hallo Spencer, Sesamstraße, Disney und so weiter. Naja, und das gab es eben halt dort, und der hatte noch sehr viel mehr Merchandise, auch von Coca-Cola. Ich bin jetzt kein Fußballfan, aber ich hätte Gläser mit Jürgen Klinsmann aus der Weltmeisterschaft von 1990 kaufen können und Jürgen Cola und so weiter, aber ich habe mich auf sowas beschränkt. Also Alice im Wunderland 1984, schönes Glas. Da ist auch in einem sehr, sehr schönen Zustand, also nicht abgenutzt, nie in der Waschmaschine gewesen. Und da gebe ich euch auch den Tipp, hier sieht man ein paar Abnutzungen. Der ist schon mal bestimmt benutzt worden und in der Spülmaschine gewesen. Vorsichtige Handwäsche ist dort immer noch wichtig, damit die Farben nicht abgehen und auch keinen harten Schwamm benutzen. Das ist ganz wichtig. Ja, und bei dem gab es noch ein zweites Glas. Und zwar dieses hier, ein Donutglas. Auch mega toll. Von Bauzina, das ist halt eine Senfmarke. Richtig cool.
Das war eins der besseren. Es gab noch ein zweites mit Fußball. Das habe ich nicht mitgenommen. Ich habe mich für diese beiden entschieden. Ja. Ich meine, man kann immer mehr mitnehmen, aber man muss auch irgendwo seine Grenzen dann doch bewahren. Ja, auf jeden Fall richtig cool. Mir gefallen diese Gläser richtig toll und das ist echt, echt Retro-Stuff. Ich weiß jetzt nicht, von wann genau das Donutglas ist. Hier ist leider nur ein Copyright von Disney, aber kein Datum. Es ist schon BE, das heißt, es gibt eine Webseite. Sammelglas Donald Duck. Egal von wann, das ist wunderschön und deswegen habe ich es mitgenommen. Ja, dann gab es noch einen Becher, den gab es aber auf dem Müllhausflohmarkt. Ist von 2001, jetzt nichts super Besonderes. Ein Team Xbox Becher. Gab es für 1 Euro. Und zu Gaming passt es auch. Und dieser Becher, den gab es auch und den musste ich euch auch im Video zeigen, den kann man nicht komplett erfassen. Habe ich auf dem Tisch gefunden, auch bei Viel Trödel und hat auch nur 1 Euro gekostet. Diesen 25 Jahre Zelda Becher oder 25 Anniversary Becher. Heldentrank steht drauf. Ich zeige euch das im Video genauer oder in einem separaten Clip, den ihr jetzt gerade seht. Richtig cool. Mir gefallen diese verschiedenen Links da drauf von 87 bis 2011. Der Becher ist auch von Nintendo gebrandet 2011. Richtig toll mit der Lebensanzeige so im Innern, je nachdem wie man getrunken hat und echt Wahnsinn. Und dann hier Finger weg. Dieser Becher gehört einer echten Legende. Ja, mega. Also gefällt mir richtig gut. Hat man auch nicht alle Tage so einen Becher zu finden. Und wie gesagt, für 1 Euro, da lasse ich das nicht liegen. Der wirkte auch so unscheinbar. Aber ja, auf sowas achte ich gerne. Dieser Merchandise-Kram, der macht echt Spaß immer zu finden. Und ja, da fällt einem nichts mehr ein, weil es einfach nur cool ist, was man so findet. Und ich überlege gerade, wo ich weitergehe. Was passt denn im Anschluss eigentlich? Eigentlich gar alles, was man hier haben. Und so, dann habe ich auf dem beim gleichen Stand noch mitgenommen, dort bei wo ich die Gläser gefunden habe. Und das Team Xbox sieht nicht ganz so schick aus wie die von. Lagen in der einen Ecke die Babyphones von DuckTales. Ich habe die ja schon mal in Box gefunden. Und hier ist sogar noch ein bisschen Kleberreste drauf, sehe ich gerade. Das muss ich nochmal richtig reinigen. Findet man immer dann, wenn man es isst. Ja, richtig reinigen. Ich bin dabei, so ein paar Aufnahmen zusammenzustellen. Wie gesagt, ich hab hier mal einen Clip, wo ich vor diesem ganzen Sitzen, ihr seht schon, beziehungsweise, nee, den zeige ich euch noch nicht, weil ich spoilere ja dann zu viel. Also am Ende werdet ihr nochmal einen kurzen Putztrailer sehen. Oh, nicht Trailer, also einen kurzen Clip, wie ich meine ganzen Sachen hier putze mit einem feuchten Lappen, einem Handtuch und auch jede DVD, jedes Teil hier abwische und ich sortiere es dann immer, wo ich Klebereste finde und so weiter und Sticker, die abgehen sollen, die lege ich auf die eine Seite, sodass ich im Endeffekt mir die Arbeit erleichtere. Aber wie gesagt, diese Babyphones, das gibt es 2 Teile, ich habe das Kabel zusammengebunden. So, hier ist das zweite Babyphone. Ja, schönes Motiv mit Donald und Daisy. Gab es für 3 Euro. Funktioniert noch. Und ja, besser geht's nicht. Also die Singer sind schon sehr gesucht bei DuckTales-Fans. Und das sieht man auch nicht alle Tage. Ich habe auch mal, da habe ich aber glaube ich 20 Euro bezahlt in OVP. Das ging an den lieben Bürgermeister. Schöne Grüße an dich. Und ja, ja, ich sehe hier, da muss ich noch mal ein bisschen sauber machen. Das sieht man jetzt immer schräg, ein bisschen im gespiegelten Licht. Manchmal muss man so ein bisschen gegen das Licht halten, um alles zu sehen. Ja, der Hund hat es auch gesehen, der gerade gebellt hat. Ja, auf jeden Fall richtig cooler Fund. Und das ist eine gute Überleitung, dass ich schon zu Toys weitergehe. Dann habe ich noch dieses Teil gefunden. Da in der Grabbelkiste. Heil, aber nicht vollständig, weil kleine Figürchen fehlen. Aber es ist auf jeden Fall heil. Und zwar diese Star Wars Tidirium. Oder ne, die Lambda-Klasse und eben halt mit Füßen, die kann man runterklappen und dann hat man das Raumschiff, richtig cool. Hat mich 1,50 Euro gekostet. Vorne klappt man auf und dann wurden kleine Figürchen reingesetzt, die Figuren sind leider nicht dabei gewesen. Ich muss aber zugeben, ich habe vergessen in der Kiste zu wühlen, aber ich glaube nicht, dass sie dabei waren, weil da waren große Teile drin. Kann man aufklappen. Das ist von Micro Machines, von Gallup Toys.
Da gab es eine ganze Reihe mit Figuren und so weiter. Ja, aber das Raumschiff so zu finden im Top-Zustand, wie gesagt, abgesehen, dass die Figuren fehlen, top. Ja. Auf jeden Fall richtig schöner Fund. Und wie gesagt, 1,50 Euro. Hallo, 1,50 Euro. Das sagt man nicht. Nein. Genau. Dann gab es für einen Zehner drei Disney Infinity Figuren, die meinem Bruder noch fehlten, beziehungsweise eine hat er boxt, die wollte er jetzt lose haben. Und zwar haben wir hier einmal Korra von Tron Legacy. Ja, das Spiel selbst ist nicht dolle, aber die Figuren sind wunderschön. Hier auch, da haben wir bei die Familie komplett, die Familie Incredible, der Sohnemann und Merida aus dem Disney-Film. Auch richtig schön. Die sind wirklich sehr gut gelungen und gibt es, wie gesagt, 10 Euro zusammen. Für einen schmalen Taler kann man die Dinger immer mitnehmen und kann man dann aufs Regal stellen. Und so habe ich auch einige Figuren im Endeffekt bei mir stehen. Und wir haben jetzt alle, aber es macht auch Spaß. Dazu gab es dann noch einen, so ein Chip. Da hat man dann eine besondere Fähigkeit oder Waffe fürs Spiel. Und eine Charakterkarte von Quora. Ja, das gab es da auf jeden Fall. So, dann fange ich mal an mit dem ersten größeren Retro-Teil, ehe das mir hier runterfällt und kaputt geht. Auch schon richtig alt. Ist von 88. Ein Knight Rider Kit Bausatz. Mein Bruder hat ihn mitgenommen für einen Zehner. Ist nicht im besten Zustand. Kaputt, die Box ist gebrochen, geknickt und so weiter. Ist auch schon angebaut worden. Ich versuche es mal vorsichtig zu öffnen. Hier könnt ihr sehen, der Flyer ist noch dabei und erstaunlich, der Hornisse ist bei mir am Fenster. Zum Glück habe ich Fliegengitter. Das macht einem schon Gedanken, wenn man so eine Hornisse direkt vom Fenster sieht und ich habe es offen. Aber zum Glück ein Fliegengitter, wie gesagt, sonst wäre die jetzt hier drin gewesen, weil eben so ein Otti. Ne? So lang wie man unten mein kleiner Finger. Wahnsinn. Jedenfalls zurück zu Knight Rider. Kommt immer noch. Hier seht ihr der Bausatz, wie es zu bauen ist. Richtig cool. Und er ist auch schon angebaut gewesen. Wie gesagt, nicht weiter sorgfältig, aber man muss auch aufpassen. Gummireifen, die können zerfallen. Wir haben den in unserer Kindheit gehabt, mein Bruder nicht. Das ist also der Trans-Am. Und mein Vater hat ihn mit uns auch gebastelt zusammen. Wir waren damals noch nicht so gut im Basteln wie mein Vater. Ich lege ihn mal vorsichtig hier hin. Und ja, irgendwo ist der vielleicht noch. Wir wissen es gar nicht so genau. Wir haben auch den Airwolf damals zusammen gebastelt. Der steht, glaube ich, bei meinen Eltern im Regal. Auf jeden Fall ist das so, ja, eine Erinnerung gewesen. Und mein Bruder wollte diese Erinnerung einfach wieder haben, weil das findet man so auf dem Flohmarkt kaum. Und auch egal, ob der Zustand für ein Zehner, ja, macht es nicht viel verkehrt, hat er gesagt. Und das geht um die Nostalgiefaktor und das Besondere dabei. Ja. Und Nostalgiefaktor geht es auch weiter, denn es gab so ein paar Dinge, die wir gefunden haben, die echt viel nostalgisch irgendwo waren und für einen schnapper Preis. Hier von 1986 gab es für 1 Euro, ich habe es nur mitgenommen, weil es alt ist und was Cooles, so ein Teletubbies, ja, Rubbelset, damit man die Charaktere sozusagen auf zum Beispiel diese Landschaft hier hinten rubbeln kann oder auf... ins Notizheft, ins Schulheft oder sonst wo. Ja, gab es für 1 Euro. Fand ich so witzig, das habe ich dann mitgenommen. Und das gab es für 3 Euro. Auch richtig alt. Ups, das fällt mir fast runter. Zwei Teile sind das. Und zwar von Glücksbärchi. Oder hab ich Liebbärchis. Hier diese Federtasche. Klar, die ist alt, die ist auch benutzt gewesen, das sieht man auch. Hinten auch nochmal. Richtig schön, wie gesagt. Ist auch richtig so beklebt, aber gut beklebt und hinten steht Deutsch, hab ich Liebbärchen drauf. Und dann gab es dazu dieses Fotoalbum mit dem Schmusebärchen. Hinten steht da nochmal namentlich drauf. Das ist von der Firma Susi-Card rausgebracht worden. Die hatte damals die Grußkartenlizenz für Care Bears oder für Glücksbärchen oder hab dich Liebbärchen, wie es ja auch hieß. Hier wurden dann Fotos reingelegt. Ich werde es vielleicht auch irgendwie in diese Richtung benutzen, dass ich was. Hier kann man das dann so hinter so eine Folie packen. Kennt ihr es vielleicht noch? Ne? Fotos sind die Dinge, die man vor dem Internet gehabt hat und vor dem Handy, was man immer auf dem Handy im Digital hat. Ja, auf jeden Fall richtig schön. Auch hier so eine Folie über das Motiv.
richtig schick. Wie gesagt, gab es für 3 Euro und das konnte ich nicht liegen lassen. Also, Wahnsinn. Genauso wie ich bei einem Händler, der hatte da eine ganze Menge Retro-Stuff, aber war auch vieles, was mich jetzt nicht interessierte, habe ich Remus-Blöcke gefunden. Gab es für Stück 1 Euro und noch ein Comic dazu. Die Remus-Blöcke sind mit diese war Remus war, ja, ich glaube, weiß nicht, ob das eine Disney-Firma war oder so. Jedenfalls haben die viel, ja, Spielzeug, so ein bisschen Bastelzeug, Hörspiele haben sie rausgebracht auch und Lesebücher, Spielebücher kann man so sagen, oder auch eben diese Zauberbilder. Das heißt, da war ein weißes Blatt. Und das kann ich jetzt hier, glaube ich, auch nochmal zeigen. Hier haben wir ein weißes Blatt. Und wenn man mit dem Bleistift rüber gerubbelt hat, ganz leicht, ist es ja deutlich geworden, das Motiv. Ja, und das haben wir damals auch gehabt. Ich habe zufällig von meiner Schwester erfahren, dass wir vielleicht noch auf unserem Dachboden noch irgendwelche alten davon noch haben. Ich werde mich mal auf die Suche machen, dann werde ich euch das überhaupt irgendwann zeigen. Aber auf jeden Fall, ja, hier habe ich gefunden. Nils Holgersson. Ja, ich habe Clips aufgenommen von den ganzen Büchern, damit ihr mal seht, wie es da drin aussieht. Ja, also auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Es sind auch teilweise fehlen auch einige Seiten. Ich kann auch nicht sagen, wo es vollständig ist. Es gibt ja auch keine Seitennummerierung. Man sieht, dass 1, 2 abgerissen sind. Sind auch teilweise benutzt, aber der hier ist noch in gutem Zustand. In dem Sinne, dann habe ich einen Malblock von Donald Duck. Da fehlt ganz vorne was, also das ist wirklich weggeschnitten, kann man hier sehen. Aber wie gesagt, man findet die nicht alle Tage und das war so typisch eben halt. Man hat damit gespielt auch, es ist ein Spielzeug. Und die sind so, hier ist leider kein Datum, aber die sind so in den 80er Jahren. Also es ist noch eine vierstellige Postleitzahl. Ja, es gab mal vierstellige Postleitzahlen, Leute. Ja, fünfstellig sind wir verwöhnt. Naja, und dann habe ich auch hier zum Beispiel den Rätselblock von Disney. Auch richtig cool. Ihr seht, ne, man muss Rätsel so lösen und es sind Grafiken gewesen. Auch hier ist es schon ein bisschen mit Bleistift angegeben worden, was die Lösung war. So zum Beispiel so Wortfindungen und so. Aber wie gesagt, sowas lasse ich nicht liegen, egal was es ist. Dann von Disney auch Partyspiele Nummer 2. Auch richtig cool, auch hier die Rückseite. Warte, eine interessante Rückseite, die ich nicht gezeigt habe. Hier ist dies drauf. Bei Nils Holgersson habe ich gesehen, da ist nichts. Und hier ist Daniel Düsentrieb und ihr seht ja auch bespielt. Ja, und Partyspiele sind, wie ihr gesehen habt, auch so rätselmäßig und Sprechblasen ausfüllen, auch hier richtig schön. Ja, und jetzt kommen die beiden Highlights und ich fange mal an mit TKKG. Das gab es auch. TKKG, richtig cool. Ich glaube auch, dass leider 1, 2 Seiten fehlen werden, aber wie gesagt, wann findet man das? Da sind auch noch nicht alle Blätter. Ausgefüllt, kann man so sagen. Hier hinten könnt ihr sehen, das gab so ein ganzes Regal. Ich werde das mal in einer Großaufnahme einblenden. So sahen die Regale aus. Ich kann mich auch noch bei unserem Famila-Markt erinnern. Da gab es so ein Regal und da konnte man dann sich angucken, was es so gab. Ich kann jetzt auf diesem kleinen Foto auch nicht wirklich sagen, was da weiter ist, aber Idefix kann ich lesen und es gab halt viel von Disney, so ein bisschen Bastelkram, allgemein auch. Hatte nichts immer nur mit einer Lizenz zu tun. Man sollte irgendwo beschäftigt sein. Naja, TKKG, ich sehe sogar ein Datum, ist von 86. Ja, und dann habe ich ein schönes Alf-Zauberbilderbuch gefunden. Ja, also bei Alf ist das genauso wie Nils Holgersson, schön ausgemalt gewesen. Hier so ein bisschen mit Sprechblasen, so ein bisschen Comic-mäßig. Und ja, es gefällt mir richtig gut. Wird aber mich verlassen, wird in eine schöne Sammlung, eine schöne Alf-Sammlung wandern. Von 1988 ist es, das habe ich mal ein Datum. Und was mir auch gefällt, hinten drauf sind Hörspiele von Alf mit so Lesebüchern. Meistens wurde das, gab auch so vorgelesene Hörspiele oder Hörbücher und dann konnte man selbst eben halt nachlesen. Da gab es sowas hier wie Alf fällt ins Haus, Super Alf, Alf spielt Detektiv und so weiter. Richtig cool. Richtig cool, sowas zu finden, da fällt, was soll ich dazu sagen, das ist ein Megafund. Und auch lagen da mehrere Comics und da habe ich dieses Comic gefunden, Masters of the Universe Nummer 5. Richtig toll, ja, kann man ja sagen.
ein bisschen beschädigt hier vorne, aber was soll's, man findet sowas ja nicht. Und es gab auch für 1 Euro hier so schön alles dabei. Angeblich ist, oder nicht angeblich, hier ist mit Action-Poster, das Poster habe ich jetzt nicht gesehen. Aber ja, trotzdem für 1 Euro nehme ich es immer mit. Ja, ach Mann, das wird richtig viel. Ich freue mich drauf, euch das weiter zu zeigen. Dann, wo gehe ich weiter? Ja, ich habe ein Hörspiel gefunden, Sealed, und zwar von Schubidu. Ihr wisst, Schubidu, das Ahrensburger Schlossgespenst. Ne? Das ist schön in diesem, ja, im Ahrensburger Schloss. Hier nochmal ein Bild vom Ahrensburger Schloss. Ist in meiner Heimatstadt. Ja, und gab es Sealed für 1 Euro und dann nehme ich das gerne mit. Lacht sich total kaputt. Schubidu. Ist, glaube ich, eine neuere Auflage, aber das war mir jetzt nicht so wichtig von Kolibri. Kein Datum jetzt so, aber ja. Wie gesagt, Zielt, dann nehme ich sowas gerne mit. So, weiter geht es. Ich gucke gerade, was geht als nächstes. Ja, wo wir bei Disney und so weiter sind. 2 Taschenbücher hat mein Bruder gefunden. Lustige Taschenbücher. Und zwar einmal Disney Premium, lustige Taschenbuch Premium, die Legende des ersten Phantomias, Nummer 35. Ja, und dann habe ich hier Reisetraum Nummer 574 und wer unsere Videos verfolgt hat, der weiß, das fehlte uns noch. Das ist das letzte, abgesehen vom neuesten, was fehlt. Das heißt, wir sind bis auf das aktuelle komplett vollständig mit lustigen Taschenbüchern von Disney. Gab es für 2 Euro jeweils, also Wahnsinn. Und ja, also hier und da habe ich nochmal die Preise drauf. Genau, und da kann ich nur sagen, Wahnsinn. Wir haben das echt 574 Taschenbücher und ein paar Sonderhefte. Nicht schlecht. Ja. Was habe ich dann noch gefunden? Wo gehe ich weiter? Anime. Und aber Anime habe ich auch gefunden, aber Musik. Gehen wir zu Musik. Und zwar hat mein Bruder der hat viele Musiksachen verkauft und da waren viele, wie soll ich sagen, Sondersachen dabei. Und zwar haben wir einmal Sonata Artica, Parias Child, die Limited Edition, mit dem Patch. Hier ist noch so ein Patch drin. Habe ich gesehen, so ein Aufnäher. Der war noch dabei. Na, komm wieder rein da. Mein Bruder, ich weiß nicht, was mein Bruder da bezahlt hat, da war ich gerade bei einem anderen Stand, aber auch richtig schön und beim Gleiches von Sonata Artica, dieses Special Album Stones Grow Her Name, auch richtig cool. Zur Musik kann ich euch da nichts sagen, es ist nicht meine Band, es ist Metal. Ich war mal auf einem Nightwish-Konzert, da wurde die auch, oder war die als Vorband, da habe ich sie gehört mit so ein bisschen Symphonic Metal. Ja, und wer Nightwish kennt ungefähr, auch ähnlich, na gut, ihr Experten lacht euch jetzt aus, aber ich höre das jetzt nicht so, dass ich jetzt das so beschreiben kann, die Musikrichtung, aber ja, schöne Alben, sehr, sehr schön gemacht, diesen ja, Mediabook-Style, also gab es auch günstig. Mein Bruder hat, glaube ich, nicht zu viel jetzt noch bezahlt. Ja, ich habe auch noch mal 4 Soundtracks mitgenommen. Die gab es für einen 5er. Sollten 2 Euro das Stück kosten. Sind noch sealed. Und zwar 4 Soundtracks. Ich weiß gar nicht, welche Serien komplett das sind. Aber ich habe sie einfach mitgenommen. Und einmal diese hier, diese Single Collection. Das sind japanische, wie gesagt, Manga-Soundtracks. Das ist Splash Freestyle oder auch immer, könnte sein, kenne ich auch nicht, soll aber gut sein. Und das hatte ich erst gedacht, das ist Bastard, aber die Serie kenne ich auch nicht. Louis the Rune Soldier, meine Fantasy-Reihe, alle noch original verschweißt. Ja, habe ich auch mal mitgenommen. Für den Preis fand ich es gut. Da habe ich noch eine 2. Sache am Stand mitgenommen für 2 Euro. Das zeige ich euch aber im Bereich Gaming. Und dem nähern wir uns so langsam. Ja, so langsam nähern wir uns dem Gaming-Bereich. Was soll ich dazu sagen?
ja, zu Spielen komme ich später noch, weil da kommen auch noch Brettspiele sogar. Filme. Wir gehen jetzt zu Filmen über. Ich habe eine Videokassette gefunden. Die ist schon besonders, deswegen habe ich gedacht, nehme ich sie mit. Und zwar Das fliegende Auge. Klassiker mit Roy Scheider. Richtig cool, gab es für 1 Euro. Habe ich dann mitgenommen. Und dann gab es einige DVDs. Teilweise für 2 Euro das Stück. Also durchschnittlich 2 Euro. Mir ist es nicht gewesen. Einmal Die Ludolfs, Staffel 7. Hier fehlt nur der Pappschuber. Habe ich gesagt, für 2 Euro in Top-Zustand sonst. Nehmen wir mit. Dann habe ich mitgenommen, ja, das ist ja klassische italienische ja, Eis am Stiel-Versionen von bisschen Erotik-Comedies. Flotte Teens, Volume 4. Limited Edition sind 4 Filme drauf. Sowas wie Flotte Teens und das Schlitzohr von der Sitte, Flotte Teens und die Hauslehrerin, Flotte Teens beim Militär, Flotte Teens und die Nachtschwester. Ja, leichte Comedy-Erotik. Nicht wie eben halt, wenn man die späteren Eis am Stiel kennt, ähnlich ist das nur aus Italien. Werden teuer gehandelt mittlerweile, die Boxen, die gibt es auch nicht mehr. Und für 2 Euro habe ich gesagt, komm, nehme ich mit. Ist eine nette Belustigung, die ich mit dem Kollegen dann habe, wenn wir abends mal was gucken gemeinsam. Ja, dann gab es noch diese DVD-Edition, habe ich auch 2 Euro bezahlt, für Franco Nero in Django, die Trilogie. Ein Steelbook, auch richtig schönes Steelbook. Da sind dann alle 3 Filme drin von Franco Nero. Django Unchained von Quentin Tarantino ist ja ein Remake auf diese Serie. Ja, und ja, wenn man schon so findet, und das findet man selten, habe ich gedacht, komm, nimm es mit. Genauso wie ich mitgenommen habe für 1 Euro, einfach für die Sammlung Final Fantasy 7, die DVD. Schön in diesem, ja, Cover. Hier sind die beiden Discs drin, Bonus-Disc, Normal-Disc. Es gab auch eine Single-Disc-Edition und eine Steelbook-Edition, die ich euch hatte. Und hier gibt es nur noch einen Final Fantasy Flyer. Und Werbung für Blu-ray in einer DVD-Hülle, weil man wollte ja auch upgraden die Sachen. Aber wie gesagt, die Special Edition, ja, für 1 Euro nehme ich das auch ganz gerne immer mal mit. Ist auch immer was Schönes, wenn man so auf die Börsen geht oder so. Das ist ein gutes Tauschmaterial. Ja, und dann eine Eastern Master DVD, Jackie Chan, die Superfaust. Ganz ehrlich, kann sein, dass wir den noch schon haben auf Blu-ray. Da waren wir uns nicht sicher, aber ich glaube, wie gesagt, für 2 Euro, da haben wir das einfach mal mitgenommen. Die sind ja auch oftmals unter verschiedensten Titeln rausgekommen, dass man gar nicht mehr durchsteigt, welcher Film das nun wirklich ist. Aber egal, wollten wir mitnehmen. Und dann, wie gesagt, ich mische die beiden Flohmärkte, das im Einzelnen zu erklären, welch das bei dem Flohmarkt bringt bei dem nichts. Denn ich kann es euch sagen, die DVD war Dorfflohmarkt, also die Videokassette, genauso wie Die Ludolfs und Django Unchanged. Die waren Dorfflohmarkt und die anderen 3 waren auf dem Möbelhausflohmarkt. So, haben wir es auch geklärt. Genau, die waren jetzt auf dem Möbelhausflohmarkt. Da habe ich relativ früh, das war glaube ich der 3. Stand, wo wir schon waren, da wo mein Bruder von Sonata Attica die Musik-CDs gekauft hat. Die hatte da ein paar Gameboy-Spiele liegen, die habe ich aber nicht mitgenommen. Waren gut, da waren, was war dabei? Professor Layton, und es war ein Lego Jurassic Park für DS oder 3DS war das, und noch ein Animal Crossing. Ja, die wollte so 10, 15 Euro pro Stück, das sind okay Preise, aber jetzt nichts, wo wir die in der Sammlung haben, das wäre jetzt ein Bonus gewesen zum Tauschen, da waren die Preise zu viel. Ne? Fürs eigene ist es okay, wenn man aber als Tauschwert, muss das schon geringer sein. Na, jedenfalls lagen da in der Kiste auch noch Animes, und ich habe einfach geguckt. Ich fand, die waren jetzt nicht, ich kannte sie nicht, aber zum Tauschen fand ich die schon ganz gut. 2 DVD-Sachen sind das, und zwar haben wir No Game, No Life Zero. Ja, das ist auch ein schöner Schuber, kommt das. Der ist auch richtig schick. Von KSM. Hier so ein schöner Schuber, schönes Motiv. Mit einem kleinen Booklet oder Werbebooklet.
Ja, es sind mehr Werbebooklets. Also da ist kein Booklet zum Film. Also da ist Werbebooklets noch drin. Ähnliche Schuhe habe ich zum Beispiel auch bei Akamega Kill. Also in dem Sinne, die bringen sowas öfter mal raus. Und dann habe ich nur mitgenommen, das ist so eine Special Edition von der ersten Staffel Made in Abyss. Auch gar nicht so schlecht, also wie gesagt. Und hier ist, erstmal sieht das sehr schick aus, hier drin so eine Karte. Und dann ist dabei eine gratis Comic-Leseprobe. Den gibt es bei Altaverse, den Manga. Dann ein Special Booklet über die Geschichte. Wie gesagt, die DVD, aber es ist eine Collector's Edition und die wird immer noch, kostet auch so um die 30 Euro herum fast. Und Postkarten. Da gab es jetzt, wie gesagt, diese Postkarte, die ich eben gezeigt habe. Jene Postkarte. Ich kenne die Serie gar nicht, ich kann euch dazu nichts sagen. Diese Postkarte. Und diese, genau, das waren alle. Wie gesagt, ich kann euch dazu nichts sagen, aber für jeweils 4 Euro habe ich die mitgenommen. Und hier ist die komplette erste Staffel, soll es sein. DVD mit diesem schönen Artbook. Ist auch von KSM. Von wem ist das rausgebracht worden? Universum. Anime Universum. Also oder Universum Anime, wie auch immer. Die haben auch Ghost in the Shell mal rausgebracht. Inzwischen ist das ja zu mehreren Labels gewandert. Ja, und wie gesagt, für jeweils 4 Euro fand ich, war es ein super guter Kurs. Und das ist für mich gutes ja, Tauschmaterial auch. So, dann haben wir einen Stapel Blu-rays mitgenommen. Da muss ich sagen, da haben wir ein paar, ja, ist vielleicht jetzt nichts super vieles. Zwei Sachen haben wir jetzt als erstes für, oh, ich glaub, wenn man das mal durchschnittlich sieht, also für diese vier, die ich hier habe, haben wir 10 Euro bezahlt. Der Händler wollte aber ein bisschen mehr, den kannten wir schon, wir haben oft genug, mein Bruder eingekauft, mein Bruder auch schon zigmal dort gekauft und er wollte, glaube ich, jeweils 4 Euro haben und im Endeffekt wären das 16 und dann hat uns das für einen 10er gegeben. Da ist einmal Demon Reigns und Adam Sandler Bulletproof, kugelsicher. Den habe ich noch nie gesehen. Dann ein Upgrade, weil wir haben aber die schöne Collector's Edition auch auf DVD, aber so ein Pappschuber, den werden wir auch behalten, von JCVD, Jean-Claude Van Damme. Richtig gute Verfilmung, Drama. Hier steht mal, nee, da stand 3 Euro hinten drauf, aber das haben wir in dem Bundle nicht bezahlt. Und dann eben halt in diesem 10 Euro Bundle 2 Staffeln Pastewka auf Blu-ray. Und zwar Staffel 6 und Staffel 7. Ja. Für meine großartige deutsche Serie, eine der wenigen deutschen Serien, die ich gucke. Und ja, so habe ich die eben mitgenommen. Ja, dann auf dem Flohmarkt. Das war auch, ich gucke gerade, bis auf das Highlight in dem Sinne, war alles auf dem Müllbausflohmarkt. Und zwar haben wir hier einmal einen asiatischen Film, haben wir schon mal irgendwo bei Netflix und Co. gesehen, aber jetzt haben wir in der Blu-ray inklusive 3D-Fassung die Chroniken des Geistertempels, so ein Fantasy-Abenteuerfilm. Richtig gut, chinesisch glaube ich. Müsste das sein, ja, chinesisch. Dann den Disney-Film Encanto. Kenne ich gar nicht, aber gab es, wie gesagt, ich glaube 2 Euro haben wir dann mitgenommen. Teilweise sind die Hüllen ein bisschen kaputt unten irgendwo so. Aber gut, das ist alles top in Ordnung. Dann hat mein Bruder mitgenommen 2 Filme, weil sie mal sehen wollte. Ich glaube, er hat auch nur maximal 4 Euro da hat er, glaube ich, 4 Euro bezahlt jeweils. Und zwar einmal The Howling, das Tier von Joe Dante, der ja auch American Werewolf gemacht hat. Gehört auch zu dieser American Werewolf-Serie sozusagen, kann man ja fast sagen. Ne, kleine Monster, Gremlins hat er auch gemacht. Und diesen Film von Jonathan Peele, einen Science-Fiction-Grusel-Horrorfilm. Nicht meiner, aber nope. Ja. Wollte mein Bruder haben. Und dann haben wir gefunden, auch da ist die Hülle leider kaputt, die Collector's Edition. Mit umfangreichem Bonusmaterial. Wir haben 3 Euro bezahlt für Fast and Furious 10. Der fehlt uns noch in der Sammlung. Ja, und für den Preis
haben ihn gerne mitgenommen. Ja, das waren die tollen Filme. Ja, genau. Und jetzt kommen wir gleich zu Games. Und ich fange auch mit den Dingen an, die ich dann auch nicht auf den Tisch stellen kann. Bei dem Stand, wo mein Bruder The Howling gekauft hat, der hat auch Brettspiele. Und mein Bruder hat schon immer mal mit dem geliebäugelt und hat das dann gesagt, komm, das muss ich mal mitnehmen. 6 Euro standen drauf und hat, glaube ich, 5 bezahlt oder so. Es ist nicht zu teuer, und zwar für Spion und Spion oder Spion und Spion. Das Match-Spiel von MB ist aus dem Jahre, ist ein Datum drauf, ist auf jeden Fall aus den 80ern, also in dem Sinne, ja, 87, von 87 nach dem Mad-Comic. Ja, und das stelle ich jetzt mal hier auf den Boden, aber das musste sein. Also er wollte es unbedingt haben, und dann auch beim befreundeten Händler, der, ja, Händler kann man schon fast sagen, auch wenn es jetzt, ja, er sich selbst nicht so bezeichnet, aber er verkauft Brettspiele, und wir haben eigentlich noch nie ein Vollpreisspiel da gekauft, immer nur Kleinigkeiten, aber mein Bruder hat ein Spiel haben wollen, und ja, das hat er dann auch zu einem Preis gekauft, weil es Sealed ist, ist auch fast neuwertig. Oder also The Witcher, die alte Welt, das ist nach den Büchern und nach dem Computerspiel eben halt, hier steht auch CD Projekt Red, hat leider eine Delle hier im Karton, ist ein bisschen schade, ansonsten ist es Sealed, hat mein Bruder eben halt abgekauft, und ja, richtig cooles Brettspiel, ist auch die zweite Auflage von dem ganzen Spiel. Oh, bisschen schwer. Und ja, richtig schönes Teil. Ich stelle es mal hier wieder ab, weil es ist schwer. Und ja, was wollte ich jetzt sagen? Mein Bruder ist Witcher-Fan, und dann dachte er, komm, das muss der Leute schon immer haben. Es gab eine Erstauflage, die war, hat er verpasst, und ist dann jetzt inzwischen sauteuer, aber das, ja gut, ist auch nicht günstig. Kostet auch so um die 70 Euro, glaube ich, neu, wenn man es kauft. Und wir haben es günstiger gekriegt, aber auch jetzt nicht, kein Schnapperkurs. Ja, das muss, sage ich mal, so am Rande mit. Gut, und jetzt kommt die volle Breitseite an Games. Und wir haben hier alles dabei. Alles an Games dabei. Aber ich fange an mit einem Games-Teil, was schon ein bisschen ungewöhnlicher ist. Und zwar, ich habe einen, und das passt jetzt gerade zu dieser Grenze zwischen Film und Game. Ich habe einen Kinoaufsteller gefunden. Sonic the Hedgehog. Ja, richtig cool. Gefällt mir richtig gut. Ja. Zum Kinofilm. Den gab es für 4 Euro. Habe ich mitgenommen. Habe ich auch relativ früh gefunden. Habe ich dann bei der netten Verkäuferin am Stand gelassen und dann auf dem Rückweg zum Auto mitgenommen. Aber den gab es nicht nur einmal. Den gab es noch ein zweites Mal. Jetzt habe ich ihn sozusagen 2 Sonics. Ja, wie gesagt, für 4 Euro und einfach nur mega. Und das ist ein echter Hingucker. Also wir wollten das so als Hingucker auch für die Börsen haben, wenn wir unterwegs sind. Aber ja, Wahnsinn, ne? Was man nicht alles findet. Der betreffende Sohnemann hatte sich das Ding auch, hat so ein paar kleine Knicke an den Ecken, so aber das fällt nicht ganz so auf, das ist völlig in Ordnung. Die haben nie an die Decke gehangen. Hat er aus dem Kino gleich mitgenommen, als er damals im Kino gesehen hat. Jetzt standen die nur rum, war ein bisschen staubig, aber ja. Der Nerd in mir hat es mitgenommen. Genauso wie der Nerd in mir dieses T-Shirt mitgenommen hat, da haben wir bei einem Stand, wo mein Bruder Spiele gekauft hat, die ich euch auch gleich noch zeigen werde. Da haben wir dieses T-Shirt. Das ist jetzt keine offizielle Lizenz, aber Größe L von Final Fantasy VII mit dem Motiv. Wenn es jetzt offiziell wäre, würde es auch stehen, Final Fantasy VII. Man erkennt das durch die Charaktere eben halt drauf. Richtig cool. Ja. Und das wollte er 4 Euro haben, der betreffende Verkäufer. Und dadurch, mein Bruder hat das dann mit gebundelt mit anderen Spielen zusammen. Und ja, und zwar diese Spiele, die ich jetzt hier so langsam nehme, denn das waren Atari 2600 Games. Lose, jetzt ohne Box, aber sind dann auch ein paar Sticker noch an der Seite, die ich noch abmachen werde, aber man sieht die nicht alle Tage und mehr. Und ja,
Das war jetzt nicht, ich sag mal so, nicht super günstig, aber der Preis war okay. Defender. Die Cover waren auch meistens das Beste an diesem Ganzen mit dabei. Dann gab es da, welches nehmen wir denn noch? Also es sind viele coole Sachen auch, weil unsere Kindheit, wir hatten das Gerät eben halt und hatten auch einige Module immer manchmal von Freunden ausgeliehen. Wir hatten nicht viele selbst, aber mein Bruder und ich haben viel auf der Konsole gespielt und da war wirklich viel Fantasie dabei und das hat uns angeleitet, bis heute eben halt in der Computerwelt zu bleiben. Wie gesagt, auch hier haben wir Q-Bird, auch ein Kultspiel. Dann auch hier Dick Duck. Auch eins unserer Kultspiele. Das, glaube ich, hatten wir nie selbst. Das hatte unser Nachbar, von dem wir es ausgeliehen hatten. Dann ein Spiel, was wir auch rauf und runter gespielt haben. Auch mega geniales Cover. Asteroids. Absolut kultig. Da ist sogar die Filmlizenz verkauft worden. Mal sehen, was daraus wird, wenn das mal irgendwann verfilmt wird. Dann etwas, wo leider ein bisschen eingedrückt ist, weil da so eine Schraubenöffnung ist. Aber das sieht man nicht alle Tage. Und ja, ist auch nicht das günstigste mehr, weil eben halt ein Merchandise-Teil das auch ist. Riders of the Lost Ark, Indiana Jones. Ja, gab es auch ein Spiel für diese alte Konsole. Und, das sieht man auch nicht alle Tage, tolles Cover, Superman. Mega, das ist echt klasse. Ja, das haben wir gebundelt. Und wo wir bei Modulen sind, wir haben dann noch, also das war... Ja, also wenn bei den Games, das meiste war wirklich alles auf dem, ja, ich guck gerade, das war fast, das meiste war wirklich auf dem Möbelhausflohmarkt. Deswegen, das ist alles Möbelhausflohmarkt. Genauso wie das hier, da hatte ein Mädel Module vom N64 stehen. Und ja, wir waren am Anfang wirklich, da konnten wir in Ruhe schlendern, da war echt wenig, war viel aufgebaut, aber es waren nicht so viele, die da hin und her gehuscht sind. Die Game Hunter, entweder waren die schon durch oder die kamen etwas später, wir haben später zwei, drei getroffen, aber in dem Sinne, das ging alles. Naja, und da waren jetzt ein paar Spiele, die wir nicht hatten und die wollte 5 Euro pro Modul, bis auf bei einem haben und mein Bruder hat sich dann auf einen guten Kurs geeinigt zusammen für die 5 Module. Und zwar haben wir einmal Lilith Wars. Dann einmal, das sind jetzt die 5 Euro Module, Turok, Rage Wars, dann eins, was wir nicht kennen, aber von Sunsoft, die machen ja auch sehr gute Games in Japan, Chameleon Twist, Star Wars Episode 1 Racer. Und das war das etwas teurere, aber das musste man haben, das gehört irgendwie in die Sammlung. Ich sehe hier ist noch so ein Punkt drauf, vielleicht kriege ich den nochmal ab. So einen blauen Punkt direkt auf dem Nintendo-Logo. Diddy Kong Racing, das war etwas teurer, aber im Bundle war das dann alles wieder richtig günstig. Ja. So, dann habe ich gefunden noch eine Sache, die eine Ergänzung, ich glaube, das kommt aus der Collector's Edition von Tales of Celia. Und zwar das Charakterbook, da habe ich 2 Euro bezahlt, war bei derselben Dame, die auch die Soundtracks verkauft hat. Ja, richtig cool, fand ich toll. Und für 2 Euro lasse ich sowas Teile nicht liegen. So, dann haben wir PC-Games gefunden. Und zwar habe ich das entdeckt, mein Bruder ist auch großer Fan der Reihe, es war eine Box mit 3 Games zu Lemminge. Da sind 3 verschiedene Games drin, in dem Schuber. Da haben wir, glaube ich, auch nur 2 Euro bezahlt für den Ganzen. Und zwar haben wir einmal Lemmings for Windows. Das haben wir einmal lose vor kurzem gefunden. Dann das Add-on Xmas Lemmings, also Weihnachts-Lemmings. Und Lemmings Paintball. Ja, es ist halt ein Kultspiel, wo wir mit aufgewachsen sind auf dem Amiga. Und ja, als wir das dann ich da gesehen hatte und mein Bruder sagte, komm, das habe ich noch nicht, auch wegen der Box und so weiter, ja, für 2 Euro. Glaube ich, da kann man nicht viel verkehrt machen. Sowas ähnliches habe ich noch für PC gleich gefunden, aber das kommt als nächstes. Dann etwas, wo ich 4 Euro für nicht ganz. Ich habe für diese 3 Teile, die ich hier habe, jetzt jeweils 1 Euro bezahlt. Für das habe ich 2 Euro bezahlt. Und zwar bei einem Stand, da hat mein Bruder noch ein anderes Game mitgenommen, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches das war. Habe ich mitgenommen für 2 Euro Legacy of Kain. Und zwar
Defiance. Ja, es ist jetzt die Premier Collection. Ist auch vollständig. Guter Zustand. Aber ist halt ein Klassiker, der ja auch gespielt wurde auf der PlayStation 1. Und ja, man sieht die PC-Fassung davon nicht so häufig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er wollte erst 5 Euro haben. Und ich sage, nein, für 5 Euro nehme ich das nicht mit. 2 Euro ist meine Grenze bei diesen Spielen. Da ich auch nicht hundertprozentig weiß, ob sie funktionieren. Und es ist meine persönliche Grenze bei dem gewesen. Es gibt natürlich Ausnahmen immer mal wieder, aber das wäre bei dem, war die Grenze 2 Euro. Und er sagt dann hinterher, wollte schon weitergehen oder war weitergegangen. Ja komm, gib mir 2 Euro, dann ist das weg. Ja, dann habe ich es für 2 Euro bekommen. So, dann lag eine ganze Kiste mit vielen Winnebild-Spielen und Adventures und eine riesen Tasche noch bei einem Mädel, die komplett aussortiert hat. Waren viele gute Titel dabei, ich habe aber auch alle gehabt, eigentlich fast alle. Ich habe jetzt mit 3 ausgesucht, die dabei waren, die ich sagte, komm, das ist noch was, 2, die ich auch für meine Sammlung haben werde. Und zwar einmal Obscur, auch ein Horrorklassiker, gibt es auf der PlayStation 2 übrigens auch, der zweite Teil. Ja, ein bisschen Evil Style am College, richtig gutes Game. Schaut euch das mal auf der PlayStation an, lohnt sich wirklich. Könnte man auch mal ein Remake von machen oder eine HD-Version, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wird sich auch lohnen. Dann ein deutsches Adventure von Deep Silver und Animation Arts. Ich muss sagen, das Spiel ist gut, aber auch nicht sehr gut. Leider wirkt unausgegoren. Sagen wir es mal so rum. Beide Spiele sind übrigens von den gleichen Machern. Schön im Steelbook. Und zwar Lost Horizon 2. Auch richtig schön aufgemacht. Das Cover fand ich auch nicht so witzig. Im Endeffekt, das Mädel hat nie eine Pistole in dem Spiel in der Hand. Hier jetzt drauf. Harmoniert überhaupt nichts. Das ist die Tochter übrigens von dem Helden aus dem ersten Teil. Die Geschichte, also hier ist auch noch draufgeklebt die Story. Ich habe das noch sealed bei mir im Regal, weil ich es mal als Download bekommen habe, weil ich darüber geschrieben habe, eine Rezension gemacht habe. Ich muss sagen, es ist ein gut gelungenes Adventure von der Optik her. Die Story aber ist seltsame Wendungen, die überhaupt nicht harmonieren, obwohl die echt gut sind eigentlich und irgendwo am Ende, es ist auch ein unbefriedigendes Ende, das überhaupt keinen richtigen Sinn ergibt. Einerseits sucht man doch nach der Mutter, andererseits spielt die keine Rolle mehr und die Auflösung passt überhaupt nicht. Also es war auch keine so positive Auflösung und man hatte das Gefühl, dass denen auch das Geld ausgegangen ist und das noch schnell verendet wurde. Und man muss recht behalten, seit dem Spiel bei denen leider kein neues Adventure mehr rausgekommen. Ich glaube, kurz davor haben sie noch, oder kurz danach, oder gleichzeitig entwickelt, haben sie noch Geheimakte 3. Aber das war auch kein so berauschendes Game von denen. Ja, die Geheimakte-Reihe. Teil 1 ist mega. Auch hier Teil 1 von Lost Horizon. Tolles Adventure. Kann ich auch nur empfehlen. Schönes Steelbook, das kann man auch nicht anders sagen. Und was es noch da gab, wo ich dabei bin, Geheimakte 2, Puritas Cordis in dieser Edition. Ich glaube, das kommt aus der Big Box, aber trotzdem, ich fand das cool, nochmal so lose mitzunehmen, weil das macht sich auch auf meinem Regal wunderschön mit dem Cover-Artwork. Wirkt wie eine Promo, ist es aber nicht. Ja, für je einen Euro, da lasse ich sowas auch nicht liegen. Ja, dann geht es weiter mit weiteren PC-Sachen. Und zwar eine Sache, die ich gefunden habe für 1 Euro. Eigentlich wollte der Händler erst 5 haben. Da habe ich gesagt, nee, das ist mir zu viel. Und dann sagt er, ja, gib mir 1 Euro, dann ist es weg. Okay, 1 Euro lege ich auf jeden Fall hin. Ist die Ultimate Collection, mit K geschrieben sogar, das heißt deutsch komplett geschrieben, von James Bond 007. Richtig cooles Teil. Ich habe es bereits in meiner Sammlung, weil ich es mal neu gekauft habe. Da ist auch nicht viel drin. Da ist wirklich nur, und das ist auch vorher nicht gewesen, bei mir ist noch ein Schuber, ein paar Plastik-Inlay, wo einfach nur diese Box drin war und das ist eine Art Dokumentation. Das ist so eine Art Dokumentation, wer die besten Bösewichter, so eine Art Datenbank. So, mit Filmausschnitten, Clips und das Coolste ist eigentlich von Hugh selbst, gibt Kommentare ab und ist so ein bisschen der Mittelsmann zwischen als Ansprechpartner sozusagen, kann man sagen. Und der ist auch deutsch synchronisiert. Also in dem Sinne, richtig schöne Edition für James Bond-Fans. Etwas Besonderes, kann man sagen. Sollte man haben. Ja. Dann hat mein Bruder für 20 Euro zusammen das gekauft. Und zwar haben wir mal Big Boxen wieder gefunden. Das ist ja auch schon eine Big Box, aber das war jetzt auch etwas. Und zwar
von Heroes of Might and Magic. Zum einen gab es diese Collector's Edition im Schuber. Das sind alte Rollenspielklassiker. Das ist jetzt die Heroes Chronicles, 4 Episoden aus der Welt von Heroes of Might and Magic von 3DO. Hier sind ja Conquest of the Underworld, Warlords of the Wasteland, Master of the Elements, Clash of the Dragons. Alle 4 Discs. Wir haben sie mal einzeln gefunden. Mein Bruder hatte auch einige und ja, aber im Schuber hatte er das noch nicht. Das heißt, es ist ein Upgrade teilweise für seine Sammlung. Es verlässt ihn der einzelne Disc. Wir haben, ja, ich glaube, er hat den Schuber gar nicht und wir haben noch, glaube ich, eine Disc fehlte oder 2. Also in dem Sinne, dafür haben wir andere doppelt gehabt. Ja, den gab es in diesem Bundle mit drin und dann, ja, gab es noch zu Heroes of Might and Magic 3. Und zwar einmal Heroes of Might and Magic in der Big Box Teil 1. Das ist aber nicht vollständig, das muss ich ganz ehrlich sagen, denn das ist selbst zusammengewürfelt worden. Die Big Box ist da. Und das Erstaunliche war, hier ist es so ein bisschen einmal so eine Karte drin, aber es würde das Handbuch fehlen und das Spiel selbst war da drin, aber in dieser Play-Version. Das heißt, das gehörte nicht wirklich rein. Das ist sozusagen einzeln verkauft worden. Das wurde dann mal da reingepackt. Und was auch interessant ist, und das werdet ihr gleich noch einmal sehen, Heroes 3 mit den die Complete Edition. Hier sind auch nur die Discs. Ich weiß nicht, ob da ein Handbuch hier dabei war. Das muss ich auch nochmal nachforschen. Da haben wir das Hauptspiel und die beiden Add-ons in einer Edition. Das war hier nochmal so richtig schön mit dabei. Genau. Und dann haben wir auch nochmal das gleiche Set, die Complete, in dieser Big Box gefunden. Ja, das passt natürlich meinem Bruder sehr gut. Diese Big Boxen liebt er. Und hier ist einmal die Edition so drin, da ist es auch komplett. Aber das Witzige, hier ist die Einzeldisc von Heroes 3, of Might and Magic 3, The Shadow of the Death, das Add-on, nur als Einzel-CD. Ja, schon, das war schon spannend. Mehr Big Boxen gab es auch nicht von dem Ganzen. Bei den Magic Heroes 3. Und hier haben wir das Add-on Armageddon's Blade. Hier steht auch Expansion Pack. Und richtig schöne Edition. Hier könnt ihr auch sehen, das ist so klassisches Rollenspiel, so ein bisschen im Diablo-Style. Und so hätte auch das Hauptspiel aussehen müssen. Alle Zettel. Das Spiel, wie gesagt, so habe ich ja das Add-on auch das andere gefunden. Das würde jetzt, da fehlt die Big Box natürlich dann. Hier steht das Expansion Pack, die CD direkt. Dann ist dabei, gut, eine Garantiekarte. Eine Installationsanweisung. Eine Art Karte, so ein bisschen über die Areale, Waffenübersicht und so weiter. Das war noch bei der Hauptedition dabei. Und wie ich sagte, ein Handbuch. Und das fehlt bei dem anderen. Ja, also wer das zufällig hat und loswerden will, gerne sich bei mir melden, einfach in die Kommentare oder mir irgendwie über einen meiner Kanäle mir eine E-Mail, eine Mail zuschicken. Mein Bruder würde sich freuen. Wahnsinn, das sind schon die ganzen PC-Spiele, aber jetzt geht es natürlich auf Konsole, ne? Die habe ich auch hier liegen. Wir haben einiges an Konsolen-Stuff gefunden, von günstig bis Normalpreis, sage ich mal fast. Hier habe ich 3 Playstation, für die Playstation was gefunden, das haben wir 4 € bezahlt. Und zwar in einem sehr guten Zustand, auch wenn es die Ubisoft-Exklusiv-Edition ist von Duke of Hazard. Richtig schön, die Hülle ist top, CD ist top und Handbuch ist mega Zustand. Der hatte dann noch in der Kiste liegen für PlayStation 2, eine von diesen Promos, da ich auf Promos ja, stehe. Ihr seht unten den Link von meinem Instagram-Kanal, wo ich nur Promos und Promomaterial zeige. Games Promo Archive, natürlich meinen eigenen Namen gerade nicht auf der Lippe, auf den Zungen gehabt, der Zunge. Und die Demo 1 für PlayStation 1, auch richtig gut. Richtig schön. Und da sind ja einige Spiele drauf zu spielen, so Tekken, Twisted Metal und so weiter. Also kann man Demos eben anspielen. Ja, die habe ich noch nicht in der Edition gehabt. Passt mir sehr gut und für 1 € sage ich noch nicht nein. Genau.
bevor wir weitergehen, PlayStation 2 habe ich noch ein Spiel gefunden. CD ist ein bisschen angekratzt, die muss vielleicht mal überpoliert werden. Auf jeden Fall kenne ich den Titel nicht. Ist die österreichische Fassung von Capcom, wie gesagt, von PlayStation 2, Without Warning. 3 Euro habe ich bezahlt dafür. Der wollte auch nicht handeln, ich habe 2 gefragt, weil Flohmarkt fragt man ja. Nein, 3 Euro, aber komplett. Gut, hier ist jetzt der Capcom Release Flyer, aber darunter ist das Handbuch noch. Ja, hier ist das Handbuch, top. Und wie gesagt, für 3 Euro CD, leicht, wie gesagt, leicht überpolieren. Aber ja, habe ich noch nicht gehabt und dann gesagt, komm, das nehme ich mit. Ja, das gab es auf dem Müllhausmarkt. So, und auch noch das Spiel hat mein Bruder, ich weiß gar nicht, bei wem er es mitgenommen hat. Ich glaube, bei dem, wo ich das PC-Spiel von Legacy of Kain mitgenommen habe. Ein Spiel, was ich nicht kenne, er kannte es auch nicht, ist so ein Action-3D-Spiel für die klassische Xbox, Death Row. Ne? Death Row. Genau, Death Row. Nicht schlecht. Ja. Kann man auch irgendwie haben. Und dann, das war relativ früh, was wir auf dem Tisch gefunden haben, beim jungen Mädel. Da war eine Grabbelkiste, also es lagen Games oben auf dem Tisch. 3 Stück, die habe ich auch hier, nein, ein paar mehr, 4, 5 Stück, 2 Modern Warfare, aber die habe ich gehabt, oder Battlefield, da nehme ich nicht alles mit. Na jedenfalls lag unten, mitten in der Grabbelkiste, dieses Spiel, im Pappschuber. Omerta, City of Gangsters, von Calypso, glaube ich ein deutsches Studio, ja hier alles auch top, Zustand ist sehr gut, könnt ihr sehen. Ja, und ich frage so, was will sie dafür haben? Ja, 2 Euro. Okay, sage ich 2 Euro. Sagt mein Bruder auch, komm, das nehmen wir mit. Kann ich noch nicht. Für 2 Euro haben wir das dann mitgenommen und dann waren hier noch 3 weitere oder weitere Games auf dem Tisch und ich frage dann so einfach, was sollen die denn überhaupt kosten? Ja, auch 2 Euro. Ja, dann habe ich dann mitgenommen. Und dann habe ich mitgenommen einmal Sniper 2 Ghost Warrior, das haben wir noch nicht gehabt für 360. Dann lag da The Evil Within Teil 1 für 360. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Version schon habe. Ich bin ja auch so, dass ich die Version von in sammel. Muss mal gucken. Ich glaube, die habe ich auch noch nicht. Ja, und dann lag da noch die Limited Edition von Dead Space 3. Auch cool. Eben halt für Kinect möglich. Das ist alles top. Hier fehlt nur, glaube ich, das ein Handbuch. Ich weiß aber nicht genau, ob es da gibt. Das muss ich auch noch mal nachforschen. Aber wie gesagt, das würde fehlen. Und für je 2 Euro, das war für mich dann doch etwas, wo ich sagte, nimm mich mit. Ja, und jetzt nähern wir uns dem Ende, dem Ganzen. 3 Switch-Spiele hat mein Bruder mitgenommen. Da muss ich aber sagen, er hat dafür knapp 50 Euro bezahlt. Ich denke mal, er hat einen ganz guten Kurs gemacht, weil das sind alles Mario-Spiele. Und zwar habe ich hier einmal Yoshi's Crafted World. Es fehlt ihm, alle fehlten ihm, deswegen denke ich, ist das ein ganz guter Kurs. Dann Super Mario Party. Und Super Mario Bros. U Deluxe. Fehlt in allem. Und ja, dann haben wir gesagt, komm, das nehmen wir mit. Und ich gucke gerade, damit ich das nochmal sortiere, nach den Preisen, wie wir bezahlt haben. Und dann mein Bruder hat da echt teilweise echte Schnabber gemacht. Muss man ja so sagen. Genau. So. Ich bin da mal die PlayStation 4 Spiele haben wir alle auf dem Dorflohmarkt gefunden. Ja, alle auf dem Dorflohmarkt. Seltsamerweise, die PlayStation 4 haben wir kein gutes oder wirklich keins gefunden auf dem Möbelhausflohmarkt, aber auf dem Dorflohmarkt. Da haben wir die gefunden. Ja, und zwar einmal, mein Bruder macht ja auch beruflich mit VR zu tun haben und hat sich dann interessiert dafür. Für 2 Euro gab es Eve Valkyrie. Für 2 Euro, wie gesagt, ist alles im Top-Zustand. Ja, also da kann man echt nichts gegen sagen. Dann mitgenommen für, ich glaube, 4 Euro. 5 war heute mal erst, 4 einfach angeboten. Medieval haben wir auch noch nicht gehabt. Da kannst du auch nichts gegen sagen. Das ist, wie gesagt, Top-Zustand. Und dann bei einem, der wollte aber auch nur, glaube ich, 3 Euro oder so das Stück haben oder so. Einmal das für die Sammlung. Mein Bruder hatte das für PC und, glaube ich, in anderer Form oder hat es digital gekauft. Die Ultimate Evil Edition Diablo Reaper of Souls. Und findet man auch nicht so alle Tage, It Takes Two. Auch
wie gesagt, für den schnappen Kurs kann man auch nicht sagen. Ja, dann waren wir noch beim Stand. Da haben wir meinem Bruder 3 Games gekauft. Jedes Game sollte 5 Euro kosten. Und mein Bruder zögerte dann und wollte so sagen, ja, schon fast bezahlen. Und ich dachte so, komm, was sagst du, kann man noch was machen, wenn wir die 3 nehmen? Hab ich dann so weggenommen und gesagt, ja, gib mir 12. Ja, 12 Euro eben halt für 3 PlayStation 4 Spiele, kann man echt nichts sagen. Und dabei ist einmal Lego Harry Potter, die Collection. Das haben wir schon mal gefunden, aber in der PG-Version, also der englischen Version. Hier ist es die deutsche Fassung. Auch das Spiel selbst ist deutsch, aber trotzdem covermäßig. Dann, das hatten wir auch noch nicht als physisch. Ich habe es als Promo gehabt. Wie gesagt, Promo, meine Seite, mal schauen. Lego Marvel Super Heroes 2. Und auch ein Klassiker, eigentlich schon mittlerweile, was ist so ein Jump-and-Run-Klassiker geworden. Mit schöner Anspielung an einen Klassiker, der sich Commander Keen nennt. Red Rogers. Kann man auch nichts gegen sagen. Ja. Und jetzt gibt es nur noch ein Highlight, was ich euch hier nicht zeigen kann, weil das zu groß ist. Was ich auf dem Möbelhaus-Flohmarkt gefunden habe. Ja. Und das passt auch ganz gut, ein schöner Übergang, das euch dann für ein Gesamtbild zu zeigen. Eigentlich wollte ich das am Anfang des Games zeigen, habe ich jetzt aber spontan nicht gemacht, wie dem auch sei. Ich habe einen Bilderrahmen gekauft. Ja, einen Bilderrahmen auf dem Dorfflohmarkt. Da stand ein großer Bilderrahmen, fast in Postergröße. Ja. Und da drin war ein Lara Croft Werbeplakat. Plakat für eine Soundtrack-CD. Ja, hier seht ihr es. Es ist mega groß. Ja. Und genauer scheint es gleich eine Übersicht zu sehen sein. Ja, und dieses Plakat. Ich fragte, was kostet denn das Plakat? Und dann, ja, mit dem Bilderrahmen nur zusammen, bitte. Das heißt, ich habe einen Bilderrahmen gekauft. Der wird hier in der Küche auch demnächst irgendwann hier hingehängt. Mit einem anderen Bild aber. Ich weiß aber noch nicht welches. Da haben mein Bruder und ich uns noch nicht geeinigt. Das Plakat selbst wird es nicht sein. Wie gesagt, das Plakat, das sollte mich 10 Euro kosten. Da habe ich auch gesagt, komm, mit dem Bilderrahmen zusammen. Da habe ich dann mich entschieden, das zu nehmen. Haben aber erstmal da stehen lassen. Weil das war auch am Anfang des Flohmarkts. Wie immer am Anfang des Flohmarkts findet man solche coolen Sachen. Ja, 10er wollte man haben. Ich wollte erst 8, aber dann sagt sie dann nur loses Plakat. Sie wollte also nicht ohne. Und dann habe ich gekommen mit dem Bilderrahmen. Dann 10er ist okay. Kostet ja auch schon 20 Euro so ein Bilderrahmen mindestens. Ich, ehrlich gesagt weiß ich es nicht genau, aber der wird auch nicht günstig sein. Und das Plakat habe ich noch nie gesehen. Beim genauen Betrag habe ich gesehen, es ist oben wohl leicht abgeschnitten worden. Also ich blende hier ein Foto ein, wo es ein bisschen schief aussieht. Aber das macht es nicht. Wo findet man dieses Plakat? Hallo Leute, sagt mir mal, findet man das Plakat sonst noch? Nee. Also in dem Sinne leicht beschnitten. Ob ich es in der Sammlung behalte, weiß ich noch nicht. Es wird auf jeden Fall nochmal gewürdigt auf meiner Instagram-Seite über Games Promo Archive, weil es muss archiviert werden, digital wenigstens. Auf jeden Fall ein mega cooles Plakat und ja, findet man nicht alle Tage. Und was sagt ihr? 10 Euro? Das ist ein echtes Highlight, finde ich. Gerade für Gamer. Und dann natürlich auch unseren schönen Sonic, der mich jetzt hier gleich begleitet beim Abspann. So, komm, Sonic. Wir machen zusammen jetzt die Absage, ne? Du, bevor du wegrennst. Ja, das war's auch. Das waren unsere ganzen Flohmarktfunde. Ich hoffe, da war mal was, da war echt cool, ich meine, überhaupt da war was Cooles dabei. Ich hoffe, das war auch für euch interessant, das mal zu sehen, dieses ganze Retro-Zeug. Nenne ich mal so einfach diese Sauerbilder, damit bin ich aufgewachsen. Da habe ich mich echt heimisch mitgefühlt, die wiederzufinden. Und sieht man ja auch nicht alle Tage. Und vielleicht habt ihr was Neues gesehen für euch. Sagt mir, was euer Highlight ist. Und liken, teilen, abonnieren, ne, Sonic? Ne? Bist auch der Meinung? Muss gemacht werden. Und ja, was ist euer Highlight? Das muss ich wissen. Das will ich wissen. Lasst uns sprechen darüber. Und ich hoffe, beim nächsten Mal seid ihr wieder dabei. Ich habe keine Ahnung, wie der nächste Flohmarkt aussehen wird. Ich weiß, dass ein Flohmarkt auf jeden Fall am nächsten Sonntag gar nicht, oder es dann am nächsten Sonntag bei mir kein Flohmarkt ist. Aber das heißt nichts, am Samstag davor ist ein Dorfflohmarkt. Wenn das Wetter mitspielt, bin ich vielleicht kurz mal da, schaue mich mal ein bisschen um. Ich werde ihn nicht voll ablaufen, der ist gut, aber das ist ein so weitläufiges Gebiet, dass ich mich entscheide, wenn wahrscheinlich nur begrenzt drüber zu laufen. Ne? Ansonsten, das war's. Und viel Spaß jetzt noch mit dem, ja, mit dem Überblick.